willkommen heute zu unserem ATC-Tausch. Ich freue mich sehr, vor allem, weil so viele mitgemacht haben, wo ich gesagt habe, können wir den Tausch vorziehen? Ja, einige von euch haben mit den Hufen gescharrt, so habe ich es immer gesagt. Und mir war es tatsächlich auch zu lang. Ich bin jeden Tag an den Briefen vorbeigegangen und dachte, ach Mensch, jetzt liegen sie hier, könnten doch eigentlich schon abgefilmt werden. Viele haben ja nicht mehr gefehlt. Und deswegen nochmal danke, dass ihr da alle so schön mitgemacht habt und den Tausch mit vorgezogen habt. Ja, tolle Truppe. Bin ganz stolz auf euch. Und ihr habt auch wirklich tolle Karten gebastelt. Eine Karte ist schöner als die andere. Ich bin hin und weg, wirklich. Und ich freue mich auch, dass so viele mitgemacht haben, die zum ersten Mal ATC-Karten gebastelt haben. Finde ich immer ganz toll, wenn ihr euch traut. Und keiner muss sich verstecken mit seinen Karten. Das sowieso nicht. Ja, soweit, es hat alles gut geklappt. Alle Karten sind heile angekommen, vollständig. Ein paar Leute haben ein paar Karten zu viel mit beigelegt. Ist aber jetzt auch nicht tragisch. Ich finde sowieso kaum was tragisch. Und die bekommt ihr dann wieder, weil die kann ich jetzt leider nicht mit vertauschen, weil der Tausch ist echt bis zur letzten Karte ausgereizt. Und genau, ja, mehr habe ich eigentlich jetzt auch nicht zu sagen. Achso, einer hatte eine Briefmarke vergessen, aber ist nicht schlimm. Da mache ich jetzt auch kein großes Drama draus. Das kann mal passieren, wenn man ja abgelenkt ist durchs Einpacken, wie auch immer. Ja, da wird dann halt beim nächsten Mal dran gedacht, wieder dran gedacht und dann ist alles gut. So, ich werde jetzt beginnen und zwar mit meinen Karten. Und ja, ich dachte ja, dass Ostern so gar nicht mein Thema ist, ne? Aber ich konnte mich da nicht mehr bremsen. Mir ist eine Idee nach der anderen in den Kopf geschossen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich konnte mich nicht mehr bremsen. Ich habe jetzt ein paar gemacht, die zeige ich euch jetzt einmal schnell alle. Ich habe aber noch keinen Titel dafür mir ausgedacht. Dazu bin ich jetzt tatsächlich noch nicht gekommen. Und ich wollte euch einfach nicht noch länger warten lassen mit diesem Tausch. So, dann die hier. Ich habe eigentlich von jeder Karte 3 Stück gemacht. Und ich werde auch noch mehr machen, weil ich noch voll die tollen Ideen im Kopf habe. Die muss ich einfach umsetzen. Wer jetzt hier nicht bei diesem Tausch mitgemacht hat und vielleicht auch Neuling ist und sich da noch nicht so rantraut, ihr könnt gerne irgendwie ein paar Karten tauschen, dass wir sagen, wir tauschen 3 Karten zum Thema Ostern, dann können wir erstmal privat tauschen und dann kann ich euch vielleicht noch den einen oder anderen Tipp machen und dann traut ihr euch vielleicht auch bei dem nächsten Tausch, also bei dem großen Tausch dann dabei zu sein. So, und diese hier. Und dann war es das erstmal von mir. Und ich hatte auch überlegt, ob wir vielleicht noch ein paar mehr Leute dazu nehmen. Ja, weil die Nachfrage doch immer größer wird. Aber das möchte ich eigentlich erstmal nicht, weil es sieht jetzt hier zwar alles schön aus, wie ich euch das zeige, aber da steckt doch ganz schön viel Arbeit hinter. Erstmal jetzt hier alles aufbauen, sortieren, zu wem gehört was und welcher Umschlag, damit ich das nachher nicht durcheinander bringe. Und vor allen Dingen nachher das ganze Kartensortieren ist auch nochmal eine kleine Herausforderung, weil ich muss ja darauf achten, dass keiner seine eigene Karte wieder zurückkriegt. Und ja, da werde ich nachher schön dran sitzen und das auseinandertüdeln, aber ist auch völlig okay. Ich mache das gerne. Deswegen werden wir den Tausch jetzt erstmal nicht größer machen. Ich muss mich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen noch und vielleicht irgendwann mal. Ja, vielleicht irgendwann mal. So, dann haben wir als nächstes die liebe Marion. Und die Marion, die ist immer so schnell. Also ich glaube, 2 Tage nachdem bekannt gegeben wurde, was das nächste Thema ist, schickt sie mir ihre Karten schon zu. Das ist wirklich der Hammer. Ja, und sie hat 2 Bögen gemacht. Ja, eigentlich war ja ein Bogen vorgesehen, aber sie hatte Glück. Ich hatte zu der Zeit noch einen Platz frei und den hat sie jetzt mit beiden Bögen ergattert. Aber keine Angst, wie gesagt, niemand bekommt von jemandem eine Karte doppelt. Das ist alles korrekt aufgeteilt, sage ich jetzt mal. Und hier hat sie den Titel Hasi schläft noch. Und hier ist ihr 2. Bogen. Da hat sie als Titel Liebe Ostergrüße.
So, als nächstes haben wir die liebe Sabrina. Die hat diese tollen Kärtchen gemacht. Ihr Titel ist Hasi 1. Und sie hat auch hier noch zu jeder Karte so einen kleinen Umschlag gebastelt. Das ist auch echt total niedlich. Den bekommt natürlich auch der Tauschpartner dann mit. Oder wolltest du deine da drinne wieder haben? Oh Gott. Ja, das muss ich nochmal mit ihr absprechen, das weiß ich jetzt nicht. Entweder bekommt sie die wieder oder der Tauschpartner kommt jetzt was, bekommt die. Das muss ich sie noch fragen. Genau. So, dann haben wir die Karten von der lieben Bibi. Die Bibi hat auch einen YouTube-Kanal und der heißt Bibis Bastel Bash. Und ihr Titel ist Happy Hoppel Day. Genau. So, als nächstes haben wir hier die schönen Karten von Katja M. Ich sage bewusst Katja M., weil ich glaube, es sind zwei Katjas dabei. Ihr Titel ist Die Osterbande und sie hat mir noch diese schönen Sonnenblumen mit beigepackt und diese tolle Karte. Vielen Dank, Katja. So, als nächstes haben wir die liebe Mia. Die Mia hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Mias Kreativbastelstube. Und ihr Titel zu diesen Karten ist Hühnerei. Und die Mia hat mir hier auch noch was beigepackt. Und zwar hier so ein paar Spitzendeckchen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Ich kann mir auch nicht alles merken, ne? Und hier so ein paar Ausschnitte aus so einem älteren Buch. Ja, total schön. Die werde ich mir mal einfärben. Danke, liebe Mia. Achso, und falls ihr euch jetzt irgendwie über diese Reihenfolge hier wundert, ich zeige die Karten so, wie sie mir zugeschickt wurden. Irgendeine Reihenfolge muss ich ja haben und deswegen habe ich jetzt einfach diese Reihenfolge übernommen. Es hat also weiter nichts zu heißen. So, dann kommt jetzt eine Zusendung. Da habe ich eben erst noch den Zettel dazu drin gefunden. Und ich musste so lachen. Und zwar ist das hier von der lieben Gabi. Moment, ich zeige erstmal die Karten. Von Gabi G. Ich glaube, wir haben drei Gabis hier dabei. Also es ist von Gabi G. Ihr Titel ist Frohe Ostern. Ich muss schon wieder lachen. Und sie schreibt mir hier auf einen kleinen Zettel. Die Karte in der Mitte ist für dich. Ich hoffe, sie gefällt dir. Also, das ist dann diese Karte. Für mich ist die Mitte hier. Bei allen Karten ist der Titel Frohe Ostern. Aber bei der Karte, die für mich ist, ist der Titel Kleine Drachen. Liebe Gabi, möchtest du mir damit irgendwas sagen? Ich musste so lachen, das ist echt total witzig. Aber ich glaube nicht, dass sie es irgendwie böse meint oder auf mich bezogen hat. Ich finde es total witzig, also. So, ihr Lieben, die nächsten Karten sind von der lieben Kerstin. Und Kerstin hat mir auch eine Geburtstagskarte geschickt. Die hängt jetzt schon an meiner Geburtstagswand. Aber ich meine, Kerstin war diejenige, die auch noch nie ATC-Karten gebastelt hat, also quasi ihre ersten Karten. Und sie hat mal richtig einen rausgehauen. Passt mal auf. Ich hole mal eine raus. Ihr Titel ist übrigens Ostergrüße. Und so sieht es ja schon mal echt toll aus. Und jetzt kann man hier vorne den kleinen Zaun aufklappen. Und dann steht da so ein süßer Hase hinter. Ich finde die Idee so klasse. Und das hier, ne, obwohl es ihr erster Tausch ist, also mal mega abgeliefert. Hut ab, die sind wirklich toll. Also ich hoffe, ich erzähle hier keinen Blödsinn, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass sie geschrieben hat, das sind ihre ersten. Also wie gesagt, die Karte hängt schon an meiner Geburtstagswand. Die wollte ich da jetzt nicht noch wieder abruppen. Und sie hat mir noch hier dieses kleine Mäppchen mit beigepackt. Und Moment, ich muss mal kurz ihre Adresse wegnehmen. Hier hat sie mir noch ein paar Monsterer-Blätter ausgestanzt. Ha, zu schön. Toll, dass du meinen Geschmack kennst. Ja, die sind wirklich toll. Nochmal vielen Dank dafür. So, weiter geht's mit der lieben Gabi. Übrigens, wenn euch das zu schnell geht, ne, das könnt ihr mir gerne sagen. Dann mache ich das nächste Mal langsamer. Ja. Die liebe Gabi hat diese tollen Karten hier gebastelt
Und ihr Titel ist Ostergrüße. Und die Gabi hat auch einen YouTube-Kanal, und zwar Gabis Hobby-Ecke. Genau. So, als nächstes haben wir hier die liebe Jasmin. Ihr Titel ist Happy Easter. Und die liebe Jasmin hat auch einen YouTube-Kanal, und der heißt Jassis Kreativchaos. Und diese tolle Karte gab es auch noch dazu. Vielen Dank. Auf den Umschlag, den ich euch zurückschicke, schreibe ich auch nochmal meine Adresse drauf, falls irgendwas schief geht, dass er dann an mich zurückkommt. Es war nämlich tatsächlich letztes Mal so, dass ein Brief zurückgekommen ist. Und zwar deshalb, ich habe für einen, ein Umschlag war schon fertig von euch, also von jemandem. Da war die Briefmarke schon drauf und ich dachte, der Umschlag ist ein bisschen klein. Schneide ich die mal aus und klebe die auf einen größeren Umschlag. Ja, der Brief kam zurück. Es ist nämlich nicht gestattet, dass man Briefmarken von einem anderen Brief löst und auf den nächsten macht. Ja gut, wusste ich jetzt nicht. Kam zurück, auch nicht schlimm, nochmal losgeschickt. So, dann haben wir hier die Karten von der lieben Britta. Und ihr Titel ist Ostersonntag. Ja, total schöne Karten. Ich finde den Hintergrund sehr interessant. Ja, weiß nicht, ob das Aquarell ist oder was. Ja, auf jeden Fall sehr schön. So, dann haben wir hier die liebe Marion. Und Marion, ihr Titel ist Frohe Ostern. Und hier schreibt sie auch, Frohe Ostern für alle wünscht Marion. Das ist ja auch total lieb. Genau, und das hier sind ihre Karten. Und dann gab es auch noch eine Karte von ihr dazu. Und zwar diese hier. Vielen Dank dafür. So, dann haben wir jetzt als nächstes die Karten von der lieben Katrin. Auch sehr schön, auch der Hintergrund. Total interessant gemacht. Also ich denke, das ist selbst gemacht. Ja, klar, da gehe ich ganz stark von aus. Ihr Titel ist Hoppelgrüße. Und sie hat mir noch diese interessante Karte dabei gelegt. Ich finde diesen Ostereistempel mit dieser Schrift richtig cool. Ich weiß nicht, ob das speziell jetzt ein Osterei ist oder ob sie ein Osterei ausgeschnitten hat, draufgelegt hat und dann gestempelt hat. Kann ich mir auch vorstellen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Danke dafür. So, dann haben wir hier die Karten von Gabriele W. Also noch eine Gabi von den vielen, die hierbei sind. Ihr Titel ist Hase. Ein Hase in der Tasse. Also ihr Titel ist Hase. Hase in der Tasse habe ich jetzt dazu gedichtet. Ja, und ich habe noch eine Karte von ihr bekommen, und zwar diese hier. Sehr schön gemacht. Vielen Dank. So, als nächstes haben wir die ATC-Karten von Ramona. Beziehungsweise erstmal diese tolle Verpackung für die ATC-Karten. Ich finde die richtig schön. Ja, kann man so auch sammeln. Irgendwie in eine Kiste machen und dann in solchen Umschlägen. Finde ich auch total schön. Muss ja nicht immer ein Ordner sein. Also ich weiß nicht, ob sie die hier noch rausnimmt oder ob sie das so lässt. Aber ich tippe eher, dass sie das so lässt, weil hier ist ja alles eingetragen. Und ja, auf jeden Fall sehr schön gewerkelt. Und Ramona sagte auch, ja, das sind ihre ersten Karten. Und sie weiß ja noch nicht so richtig. Also so ungefähr war es, glaube ich. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und dann hat sie mich natürlich total umgehauen, ne? Diese schönen Karten hat sie gebastelt. Also ich finde die so schön. Also ich finde alle so schön. Aber hier, dafür, dass es ihre ersten sind, ne, hat sie mal richtig einen hingelegt. Total schön. Ja, hier hat sie so richtig so aufgebaut. Also das finde ich total, total cool gemacht. Auf alle Fälle. So, und ihr Titel ist Ostergruß 1. Ja, sehr, sehr schön, Ramona. So, dann kommen hier die Karten von der lieben Claudia angeflogen. Und Claudia hat auch einen YouTube-Kanal, und zwar Kiwichen basteln querbeet. Genau, die Claudia hat keinen Titel mit aufgeschrieben, ist ihr wahrscheinlich keiner eingefallen. Ich würde dir jetzt vorschlagen, Hase im Dschungel. Ja. Naja, ist auch nicht schlimm, weil man manchmal keinen Titel weiß. Manchmal ist das so, manchmal steht man auf dem Schlauch und es fällt einem einfach nichts ein. Und dann ist das natürlich völlig in Ordnung. So, als nächstes haben wir diese tollen Karten von der lieben Sandra.
Ja, und die hat natürlich auch voll einen hingelegt. Also ich glaube, es soll ein Haus darstellen. Hier sind Fenster drauf mit Blumenkübel davor. Und das kann man hier aufklappen. Und dann steht da mal frohe Ostern. Also finde ich so genial. Hast du richtig toll gemacht. Dann, ach so, ihr Titel ist Ostergruß, hatte ich gesagt, oder? Ich komme schon langsam nicht mehr mit hier. Und diese tolle Karte gab es dazu. Ja, finde ich total schön. Hier steckt man so diese Botschaft oder die Post dann rein. Und ja, hier ist das so ihr seht es, ne? So umgeknickt. Das finde ich total genial. Das werde ich mal nachbasteln, also auf alle Fälle. Ja, und ihr Lieben, das war's jetzt tatsächlich. Aber ich glaube, das Video ist sowieso lang genug geworden. Deswegen, also wenn wir da jetzt noch mehr dazu nehmen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Deswegen bleiben wir dabei. Ich sage, vielen lieben Dank, dass ihr alle so toll mitgemacht habt und so schöne Karten gebastelt habt. Ich freue mich sehr. Ich werde es versuchen, heute Abend alle durchzutauschen und dann landen die morgen in der Post. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Vielleicht auch einen Tag später. Achso, und falls ihr euch fragt, wie ich die jetzt durchtauschen werde, ich werde die jetzt sozusagen kreuz und quer tauschen. Ich nehme jetzt einfach 8 Umschläge, also ich teile das einmal auf, nimm 8 Umschläge und teile die dann untereinander auf. Also tauschen quasi 2 Teams miteinander, sage ich jetzt mal so. Genau. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne. So ihr Lieben, das nächste Thema wird sein Geburtstag. Wer wieder mitmachen möchte, meldet sich bitte ganz kurz bei mir. Sowieso, die neu sind, bitte erstmal einmal bei mir melden. Dann nehme ich euch wirklich auch erst mit auf. Nicht einfach so eine Kommentare, ja, ich bin dabei. Alles schön und gut, aber ich brauche immer was, wo ich mich bei euch dann noch melden kann. Deswegen bitte einmal anschreiben und dann nehme ich euch mit auf. Wieder 18 Teilnehmer. Ihr werdet unten im ersten Kommentar, den pinne ich an, immer sehen, wie viele noch mitmachen können. Da könnt ihr dann mal kurz nachgucken und sehen, lohnt es sich noch, mich anzuschreiben, ja oder nein. Alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr alles nachlesen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mich gerne an. Und dann lesen wir uns entweder in den Kommentaren oder halt eben per Privatnachricht. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.